Heute gehen wir in die vorletzte Runde unserer Remarkable Regional Malls aus dem Hause Douglas Ling. Und zwar geht es heute um den Rock Island. Ich hoffe, man kann das so erkennen. Rock Island. Und zwar geht es damit um die, ja, um den Charakter der Insel-Whiskys rund um Schottland. Und worum es da genau geht, das gucken wir uns genau an. Vorab, ich mache keine Werbung, sondern sage ausschließlich meine Meinung. Und mein Zeug, das kaufe ich mir immer selbst. Ja, Rock Island, den habe ich schon mal verkostet. Da hieß der noch Rock Oyster. Und warum, das kann man vielleicht, ich versuch's nochmal, vielleicht an dem Flaschendesign sehen. Schaut mal her, ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Auf dem Etikett, sehr schön gemalt, gibt es also eine Auster, eine Felsenauster, ja, mit einer Perle drin und so weiter. Sehr hübsch designt, wie alle diese Flaschen hier aus der Reihe der Remarkable Regional Malls. Douglas Lang ist ein unabhängiger Abfüller und diese Reihe insgesamt sind es eben sechs Blended Malls. Die sollen also die verschiedenen sechs großen Whisky-Regionen Schottlands wiedergeben. Und deswegen sind es eben Blended Malls, also blended, also verheiratet aus verschiedenen Malls, aber eben alles Malls und kein Grain Whisky aus verschiedenen Brennereien dieser Gegend. So, und hier haben wir eben die Inseln und das sind, wenn ich das richtig, gibt's das noch, steht das noch drauf? Früher stand das mal irgendwie so drauf. Bla 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 bla. Ja, da gibt es eine Information, welche Inseln sind vertreten. Die Inseln Isla, naja, Isla, da kommen wir dann auch nochmal später genauer hin, denn es gibt dann noch einen, der nur für Isla reserviert ist. Isla, also torfig, rauchig, ne, so, das assoziiert man sofort. Dann die Insel Jura. Jura hat nur eine einzige Brennerei, das ist die Brennerei Jura. Dann Aaron. Aaron hat auch, glaube ich, noch eine Brennerei oder mittlerweile zwei, weiß ich nicht. Aber Aaron ist eben die bekannte Aaron-Brennerei. Und Orkney. Und Orkney, die Orkney-Inseln, ganz im Norden Schottlands, die Wikinger-Inseln, wenn man so möchte, die haben zwei Brennereien. Das eine ist Highland Park und das zweite ist Scapa. Von Scapa gibt's, kenne ich zwei Abfüllungen, von Highland Park ein paar mehr. So, das soll also da irgendwie drin sein, vermischt sein, in welchem Mischungsverhältnis, das wissen wir überhaupt nicht. Äußere Werte noch, 46,8 Volumenprozente Alkohol, das ist nicht wenig. Da muss man auch nicht mehr kühlfiltern, denn dann bleibt er klar, egal wie kalt er wird. Und es ist also auch nicht kühl gefiltert worden. Nicht kühl gefiltert und auch nicht gefärbt. Das heißt, das, was wir hier sehen, ist die originale Farbe. Und das sehen wir dann vielleicht ein bisschen genauer eben im Glas. Ich habe den mir von einer knappen halben Stunde, sagen wir mal gut 20 Minuten, habe ich den eingeschenkt, damit er sich ein bisschen im Glas so akklimatisieren kann. Ja, und wenn man sich das so anschaut, ja, na, was ist denn das für ein Farbton, ja? Weißwein, würde ich sagen. Das ist ein Weißwein hier im Glas. Kennt doch keiner auf die Idee, dass es ein Whisky ist. Nun gut. Also, ich habe den mir, wie gesagt, vor Jahren, da hatte ich ja schon mal ein solches Probierset. Da gab es dann aber eben den Goldruns, glaube ich, noch nicht. Der war noch nicht dabei. Alle anderen waren da vertreten. Also schon eine ganze Weile her. Und ich habe hier tatsächlich damals noch Buch geführt. Da habe ich so ein kleines Tasting-Büchlein mir irgendwie angefertigt und da gucke ich dann nachher mal rein, ob er mir geschmeckt hat oder nicht. Ich habe an den Rock Oyster, wie er damals hieß, der wurde dann eben umbenannt. Wann das war, weiß ich nicht mehr genau, vor 10, 15 Jahren wurde er umbenannt in eben Rock Island. So, warum eigentlich? Weiß ich gar nicht, warum da irgendwann die Namensnennung irgendwie eine neue wurde. Keine Ahnung, kann ich nicht zu sagen. So, ja, das sind also die Inseln, die eben da vertreten sind. Und dementsprechend verspricht der Whisky natürlich auch so ein Inselflair. Ja, und soll ja irgendwie das wiedergeben, was wir eben so von den Inseln her auch irgendwie kennen. Was kennen wir? Nun, in gewisser Weise dann eine
eine gewisse Salzigkeit. Ne? Die Salzigkeit ist ja immer eine Illusion. Und ich habe bis heute noch nicht begriffen, wie dieser salzige Geschmack und dieses salzige Aroma oftmals eben in die Whiskys reinkommt. Beim Brennereiverfahren kann das nicht sein. Und später im Holz bildet sich irgendwie Holzzucker oder sowas, aber kein Salz. Und dann gibt es viele Theorien, so von wegen, ja, durch den Wind und die Brise vom Mehl, die wird dann da durchs Fass irgendwie getragen. Und das stimmt aber meist nicht, denn oftmals sind die besonders auch meereslastigen, salzig schmeckenden, aromatischen Whiskys, also mit diesen typischen maritimen Noten, darum geht's, die werden oftmals gar nicht da an der Küste gelagert, sondern sind irgendwo im Landesinnern und so weiter. Also ich weiß nicht, wie die das machen, habe ich keine Ahnung, aber ich mache ja auch keinen Whisky, ich verkoste ihn ja nur. So, und der hier entwickelt schon ein gewisses Aroma und trifft damit voll ins Klischee. Denn die Assoziation ist sofort Meeresbrise an der Nordseeküste, sowas in der Art. Salzigkeit, Seetang. Diese ganzen Assoziationen, aber auch einen leichten, leichten Rauch. Von der Rauchstärke, na, ist das so wie so ein Highland Park? Ach so, vielleicht noch was ganz Wesentliches. Die Flasche, die 0,7 Liter Flasche, kostet so um die 37, 38 Euro zurzeit. Könnte aber preiswerter werden demnächst. Und das ist relativ viel für einen Blended Malt, der auch kein Alter hat. Von Rock Island gibt es auch Abfüllungen mit Alter. Ich kann mich erinnern, damals einen Rock Oyster, ich glaube sogar im Glas gehabt zu haben, 18 Jahren. Aber das weiß ich nicht mehr genau. Und dann weiß ich, es gibt eben verschiedene Abfüllungen, unter anderem, ich glaube, 10 Jahre, 14 Jahre mit einer Sherryfassreifung, wie auch immer. Hier sollte es mich wundern, dass hier irgendeine Sherryfassreifung dabei ist. Also sehr hell, heißt also entweder sind das keine besonders alten Ex-Bourbon-Fässer, keine Ahnung, oder eben doch vielleicht ausgelutschte. Also das ist durchaus ein spürbarer Rauch, aber ein leichter, sehr angenehmer, nicht medizinischer, dahinter eine Süße, gewisse Süße, auch eine gewisse Zitrusnote in Richtung Limone. Ich muss mal schauen, ob es hier irgendwie, ob die hier hinten Rock Island, bla bla bla, ja, da haben die leichte Tasting Notes, die haben sie hier tatsächlich. Maritim haben wir schon gehabt. Really sweet peat, also richtig süßer Rauch. Sea salt, also diese süße, diese Salzigkeit vom Meer. And cracked black pepper, also gucken wir mal, ob wir da schwarzen Pfeffer wiederfinden. Schauen wir mal. So, also das ist jedenfalls. Rock Island hatte mich damals, glaube ich, nicht total begeistert. Aber das ist, wie gesagt, ich gucke nachher mal rein, was da. Fürs selbe Geld bekomme ich auch einen 12-jährigen Highland Park. Der hat zwar weniger Prozente Alkohol, nämlich nur 40, aber der hat auch noch eine gewisse Sherryfassreifung dabei und 12 Jahre. Und hier wissen wir nicht, wie alt das ist. So. Würde ich jetzt erkennen, welche Brennereien da vertreten sind? Nein. Ich könnte jetzt nicht, also auf gar keinen Fall auf der Basis des Verriechens
jetzt zum Beispiel entscheiden, also bei Jura ist es ja noch nicht so schwer, da wird von der Brennerei Jura was drin sein und Aaron schätze ich von Aaron. Aber welche Islay-Brennerei hier vertreten ist, das ist natürlich auch immer der Reiz, gerade für die Whisky-Freunde, die sich ein bisschen auskennen, die dann rumspekulieren und sagen, ah, wer gibt denn Fässer ab und Douglas Lang vertreibt doch auch sonst den ein oder anderen Bowmore mal und dann könnte es doch Bowmore sein, was da von in der Insel Islay drin ist und die Frage bei Orkney, ist es Scapa, ist es Highland Park? Highland Park hat mit Sicherheit die größere Produktionsmenge. Von Scapa weiß ich gar nicht, ob die irgendwie was abgeben oder nicht und so weiter. Ich kann es gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, das ist ein angenehme Mischung zwischen Seearoma, gewisse Süße im Hintergrund, die ich aber nicht genau definieren kann. Ich könnte jetzt nicht sagen, das ist eine Vanille oder eine Honigsüße. Ich würde eher sogar sagen, das ist so Malzzucker. Und leichter Rauch. Das ist so das. Nicht unangenehm, aber auch jetzt nicht besonders vielschichtig. Wirkt leicht, wirkt frisch. Wirkt nicht wie ein alter Whisky. Aber da sticht auch nichts in der Nase. Gar nichts. Also, das hat man ja oft bei jüngeren Whiskys, die dann irgendwie mit 46, 47 Volumenprozente Alkohol abgefüllt sind, dass die dann manchmal so ein alkoholisches Stechen in der Nase haben, habe ich hier gar nicht. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass der schon eine ganze Weile hier sich im Glas befindet. So. Genug geschnüffelt, ich krieg nichts Neues mehr irgendwie hier raus. Auf euer Wohl. Okay. Naja, fast 47% Alkohol. Die haben auch Kraft. Das merkt man auch. Es füllt dann ganz schön den Mund aus. Und ich habe jetzt durchaus den Rauch im Mund. Und zwar auf eine sehr angenehme Art und Weise. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viel ppm oder irgendwie so, völlig uninteressant. Aber das ist ein angenehmer Antritt. Kräftig. Jetzt merke ich auch dieses, was die hier meinen mit Black Cracked Pepper oder Cracked Black Pepper oder weiß der Henker. Würde ich aber nicht sagen, dass das schwarzer Pfeffer ist. Ich würde auch nicht sagen, dass es das irgendwie sowas wie Chili oder sowas Richtung Talisker. Sowas würde ich sagen, nein. Dafür ist er dann doch zu weich, zu mild, zu angenehm und auch nicht scharf genug, so, ja. Sondern ich würde sagen, das ist ein gemäßigter weißer Pfeffer. Gewisse, vielleicht Vanillesüße jetzt auch. Und stand das da irgendwie eben? Mal gucken, hier steht hier noch. Nee. Also wie gesagt, der schwarze Pfeffer würde ich jetzt nicht sagen. Also, aber eine gewisse pfeffrige Note ist eben da.
Diese würzige Note, so Eiche oder so, wenig. Es ist ein frischer Whisky, der hat nichts Altes, nichts Gesetztes. Von daher denke ich auch eher ein junger Whisky, aber da ist es auch nichts irgendwie, was irgendwie unangenehm bei manchen jungen Whiskys ist. Also das ist ja gar nicht so von wegen metallischer Geschmack, metallischer Alkoholgeschmack. Irgendwie ist es gar nicht, überhaupt nicht. Alkohol ist top eingebunden. Man merkt gar nicht, dass der doch relativ ordentlich mit Prozenten da irgendwie versehen ist. Das würde ich nicht sagen. Also von daher nicht unangenehm, ganz angenehm eigentlich. Auf ein zweites. Gewisse Fruchtigkeit, aber ich weiß nicht, wie ich die genau, in welche Richtung das geht. Nichts irgendwie im Sinne von Apfel oder sowas. Für mich ist das irgendwie so Limone, sowas in der Art, also eine ordentliche Zitrusnote, die ist dabei. Salzigkeit ist auch nach wie vor dabei. Wie gesagt, weißer Pfeffer ist dabei. Die Süße, ich wär beim Malzzucker. Ich habe jetzt nicht so Vanille und Honig schon gar nicht so. Und eben ein angenehmer, leichter, aber doch deutlich spürbarer Rauch. Mehr nicht. Das heißt, der ist nicht besonders komplex, aber er ist durchaus angenehm trinkbar, angenehm genießbar. Der Abgang aufgrund des Rauchs vielleicht maximal mittellang, ansonsten ist der relativ bald wieder weg. Aber durch die leichte Rauchigkeit hält er sich noch so ein bisschen, wenn man ihn anständig verteilt im Mund, hat man noch ein bisschen was davon. Ja, ansonsten so. Jetzt gucke ich mal, ob da noch irgendwie was draufsteht. Nee. Das ist alles hier non-chill filtert, bla bla bla, ja, Rock Island, ja. So. Und ansonsten, Small Batch Release ist ja immer so. So. Da kriegt man ja mittlerweile gar nicht mehr anders. Und hier hinten steht auch nichts Sinnvolles drauf. Tja, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ein netter, leichter, rauchiger, nicht zu rauchiger, aber etwas rauchiger. Küstenwhisky, sowas in der Art. Ja. Und jetzt gucke ich mal, was ich hier drin stehen habe in meinem klugen Buch. So. Rock Oyster, so hieß der damals noch. Aber die Flasche hat sich vom Design her nicht geändert. So. Alles. So. Aroma. Leichter Rauch. Ja. Süße von Honig. Die hatte ich jetzt nicht. Frische, salzige Noten. Einverstanden. Geschmack. Zunächst sanft und süßer Torfrauch auf der Zunge. Dann jedoch Rauch. Ja. Feuchte Asche. Feuchte Asche ist nicht ganz schlecht. Das ist so ein bisschen Aschenbecher-Feeling ist das. Ein bisschen Aschenbecher-Feeling, aber nicht unangenehm. Ja, sondern ich mag das ja, aber es ist eben die große Frage. Mag man rauchige Whiskys? Ja oder nein? Wer sagt, ich mag keine rauchigen Whiskys, für den ist der nix. So, wer rauchige Whiskys mag, für den ist der durchaus so etwas. Leute, die so richtige Eiler-Stinktöpfe mögen, für die ist das zu wenig. So. So, dann jedoch Rauch, feuchte Asche, Lakritze und Pfeffer. Lakritze, weiß nicht. Eigentlich, wenn Lakritze, dann schmecke ich das auch meist. Im Whisky kriege ich meist Lakritze mit, weil ich immer Lakritze überhaupt nicht mag. Aber im Whisky mag ich es. Pervers. Aber ist so. Aber hier hatte ich den jetzt nicht. So. Und Pfeffer. Pfeffer, wie gesagt, ich finde,
Ja, pfeffrig, aber weißer Pfeffer. Nicht der scharfe, schwarze Pfeffer, wie hier drauf steht. So, Abgang. Lang anhaltend und kräftig mit Rauch, süße Lakritze und Eiche. Lang anhaltend, ich würde eher sagen mittellang, maximal. Kräftig mit Rauch, ja, einverstanden. Süße Lakritze, wie gesagt, hatte ich diesmal nicht. Und Eiche. Vielleicht ein bisschen, aber so stark Eiche hatte ich jetzt hier nicht. So, hat damals gekostet, als ich dann damals verkostet habe, 34,90. Jetzt kostet er 3 Euro mehr, ungefähr. Und ich habe ihm damals gegeben, oh, 3,5 Punkte ist nicht so viel. Damals war so 6 meine höchste Punktzahl. Ich finde ihn nicht so durchschnittlich, wie ich ihn jetzt damals so gesehen habe. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt mir unbedingt davon eine 0,7er Flasche kaufen müsste. So, das muss man sagen. Und wenn ich jetzt ein Anfänger wäre, also ein Einsteiger, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, für dasselbe Geld kriege ich einen Highland Park mit 12 Jahren, hat zwar weniger Alkohol, aber mit einem gewissen Sherryfassanteil und gibt doch mehr her. Ja, weniger Rauch, aber gibt doch auch vom Volumen her, von der Massivität her, ist doch finde ich, da der Highland Park ein interessanter, wenn man den jetzt einfach mal so dagegen setzt. So, das soll es gewesen sein. Das war's für heute. Also, das war Nummer 5. Nächstes Mal gehen wir auf die Insel Isla. Dann wird es wirklich rauchig, denn dann gucken wir uns an den Big Pete. Ansonsten sind wir hier schon relativ weit durch, aber hat jetzt auch eine Weile gedauert, hat sich ein bisschen hingezogen mit unseren Tastings. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und denkt daran, der Whisky-Freund ist ein Genießer. Er säuft nicht. Tschüss.